Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir haben jetzt so ziemlich alles erledigt, was wir erledigen können, bevor wir uns jetzt auf den Weg machen, dem Unbekannten zu begegnen. Ja, und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt ohne Umschweife und stürzen uns in die Kronos-Station hinein, um die Basis des Unbekannten anzugreifen. So, los geht's. Ich glaube, vorgelesen habe ich das Ganze schon mal, von daher mache ich das jetzt gar nicht nochmal hier. Commander, wollen Sie wirklich mit der Flotte die Cerberus-Zentrale angreifen? So sieht's aus. Wir greifen an. Ich glaube, es gibt nichts mehr zu erledigen, was wir noch tun könnten. Von daher, ab geht's! Die Reaper und Cerberus haben angefangen und wir beenden es jetzt. Ich mobilisiere die Flotten. Es dauert noch ein paar Stunden, bis die Flotten soweit sind. Ich hasse die Warterei. Ich habe schon versucht, mich irgendwie abzulenken. Ist dir was Gutes eingefallen? Ich dachte, du könntest vielleicht Gesellschaft brauchen. Natürlich, warum nicht? Und da es jetzt auf einen Weg ohne Wiederkehr geht, kommt jetzt auch quasi der Höhepunkt der Romanze, egal wen man da hat. Und danach gibt es kein Zurück mehr, wie gesagt. Dann geht's richtig los. Würdest du bei mir bleiben, bis es losgeht? Solange du willst. Und wieder einmal befinden wir uns in einem Albtraum. Und diesmal gibt es so einige Opfer, die uns im Kopf herumspuken. All die Schatten links und rechts. Milliarden Opfer. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunig. Alles okay? Mein System hat sich angepasst. Keine negative Reaktion mehr auf dich. So überleben wir. Überleben wir auch durch Anpassung? Bei Erkältung und Interspezies-Liebe schon. Bei Reapern nicht. Du tust genau das Richtige. Du hast die größte Militärmacht der Geschichte aufgestellt. Niemand hätte mehr tun können. Wir haben so viel verloren. Manchmal da... Du weißt nicht, ob der verbliebene Rest den Kampf wert ist. Das kenne ich. Und dann greife ich nach dir. Danke. Wann immer du mich brauchst. Das Einsatzteam ist drin. Stellung etabliert. Fünfte Flotte, Vorstoß. Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus-Schiff mehr sehen. Shepard, ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein. Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind Ihre beste Chance auf Erfolg. Packen Sie Ihr Zeug. Und so geht's auf zum letzten Kampf. Edie ist also automatisch dabei. Ja, ich muss zugeben, die Liebesszene mit Tali ist ein bisschen dürftig gehalten. Da hätte man ruhig ein bisschen mehr machen können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es mit anderen Charakteren ist. Kann ich mich gar nicht so dran entsinnen. Hab mir auch ein paar Videos dazu angeguckt. Aber
Irgendwie hat es mir in Mass Effect 2 ein bisschen besser gefallen mit der Romanze. Also da ist jetzt zumindest zum Ende hin jetzt nicht so viel bei rumgekommen. Dafür gab es zwischendurch immer mal viel mehr Zwischensequenzen, in denen deutlich geworden ist, dass die beiden wirklich zusammen sind. Das fand ich auch ganz nett. Aber jetzt diese Endszene fand ich jetzt nicht so besonders. Naja gut, was soll's. Wen nehmen wir denn mit am besten? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also Edie ist ja eh fest. Gibt's denn irgendjemanden, der einen persönlichen Bezug zu Cerberus hat? Nicht so wirklich, ne? Nee. Nehmen wir mal Tali mit. Ich glaube, wir kriegen das hin mit Tali. Tali ist jetzt nicht die beste Kämpferin, aber ich würde sie trotzdem ganz gerne mal mit dabei haben. Was hat die eigentlich für anderes Aussehen? Ja. Ich bleib beim Normalen. Gut, nehmen wir Tali, warum nicht? Und wie rüsten wir die beiden denn aus? Gibt es denn da irgendwas, was wir machen können? Es gibt offenbar ein neues Sturmgewehr. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich da mal ein neues bekommen hätte. Wahrscheinlich irgendeins, das ich einfach noch nicht angeschaut habe. Das kann auch sein. So, müssen wir mal hier noch die Grundbewaffnungen reinhauen, die die anderen schon längst haben. So, Großkaliberlauf. Gibt es denn hier auch ein Leichtmaterial, den Dingens? Ja. Wobei, eigentlich lohnt das gar nicht bei den Begleitern, finde ich zumindest. Machen wir mal irgendwas anderes rein. Hier, Kraftschaden klingt doch gut. Okay, und wobei Kraftschaden ist bei Tali ein bisschen sinnlos, ne? Lass mal was anderes nehmen. Präzision. Ach komm, nehmen wir mal die Durchschlagsmod. Passt schon. Hier hat sie den Graal-Dornenwerfer schon drin, das ist in Ordnung. Gut, schauen wir noch bei Edie, was die hier so braucht, hat, nimmt. Und auch hier die Bogenpistole. Kannst du mal sehen, wie lange ich die beiden schon nicht mehr mit dabei hatte. So, nee, Mensch. Wo haben wir es denn? Hier den Großkaliberlauf und die Durchschlagsmod. Und da drüben, ja komm, Tempest können wir lassen, ist in Ordnung. Bei mir sollte alles wie immer sein. Impulsgewehr und die Locust. Achso, stimmt. Ich hatte ja auf die Locust gewechselt. Das ist in Ordnung. Gut, lass starten. Schauen wir mal hier kurz bei den Skills. Bei mir gibt es nichts. Unsere Leiste hier ist übrigens im Prinzip voll. Das finde ich sehr schön. So, Tali. Achso, ich muss natürlich auch auf Tali gehen. Oh, bei ihr gibt es noch einiges auszugeben. Die Kampfdrohne. Schilde und Schaden. Detonieren. Machen wir mal detonieren. Das klingt ganz witzig. Schock. Schilde und Schaden. Ja, machen wir mal Schilde und Schaden. Und die Rakete. Upgrade ihre Kampftone mit Langstreckenraketen neben blablabla. Oder der Kettenblitz. Kettenblitz. Für große Feindesgruppen. So, und da haben wir noch ein paar Punkte für die Abwehrdrohne und können hier zumindest bis auf Stufe 3 hochgehen. Wunderbar. Bei Shepard, ach, das hatte ich ja gerade schon geschaut, da geht nichts. Na dann, auf ins Cerberus Hauptquartier. Los geht's. Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Können Sie uns reinbringen? Hey. Ich habe uns nach Ilos gebracht. Ich schaff das schon. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Tun Sie Ihr Bestes. Shepard, ich bin bereit. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Sie haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Edie. Die 5. Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Na gut, dann... Achso, weil wir Edie mitnehmen. Ach komm, Junge, die wird's schon überstehen. Glaub mir. Sicher kein schönes Gefühl, sie nicht begleiten zu können. Ja, es ist beschissen. Danke, dass Sie es erwähnen. Hey, Shepard. Passen Sie auf sie auf. Und sie auf sich. Yeah.
okay, Cortez? Alles bestens. Ich muss hier noch was reparieren. Heizen Sie Cerberus richtig ein. Das war ja mal eine nette Art und Weise, Hallo zu sagen. Fand ich gut. So, dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Übrigens habe ich mal nachgeschaut. Oh, ich gehe mal hier rüber ein Stück. Übrigens habe ich mal nachgeschaut, wie es mit dem Tod von Miranda sich verhält. Tatsächlich kann sie überleben. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, warum sie es bei mir nicht getan hat. Es gibt verschiedene Kriterien, die es benötigt, die man einhalten muss, wenn man Tali am Leben lassen will. Erstes Kriterium, man muss in Mass Effect 2 die Loyalitätsmission mit ihr... Oh, what? Die Loyalitätsmission mit ihr erfüllt haben. Haben wir gemacht. Haben wir nämlich mit jedem gemacht. So, ich bringe dich mal kurz in Sicherheit hier. Und Kriterium 2, wir müssen mit einer guten oder bösen Tat den Vater von Miranda ausgeschaltet haben. Haben wir auch gemacht. Kriterium 3, wir müssen sie im Gespräch an dem Terminal im Spectre-Büro vor Kai Leng gewarnt haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich kann mich jetzt zwar nicht dran erinnern, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ich das nicht gemacht habe. Wäre aber... Was ist denn hier los? Tschüss. Wäre aber der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum Miranda gestorben ist. Ja, schlau. Schlaue Idee. So. Klar, gehen wir direkt auf den Atlas drauf. So, also ich kann mir bloß vorstellen, dass es daran liegt. Leider ist Miranda dann der einzige Verlust, der vermeidbar gewesen wäre. Also ich hätte es gerne ohne vermeidbare Verluste geschafft, aber war leider nicht drin. War nicht drin. So, wenn die anderen dann vielleicht mal mitmachen könnten hier, wäre ich euch sehr verbunden. Was haben wir denn hier noch? Kampfdrohne, Sabotage. Sabotage klingt doch gut. So, ich schnapp mir dabei mal den kleinen Sturmschützen hier. Du bist jetzt auf meiner Seite, oder? Ich bin mir nicht so richtig sicher, muss ich zugeben. Haben wir hier zufällig noch jemanden, den ich sonst noch... What? Sonst noch angreifen könnte? Ich gehe mal einfach auf das Ding drauf. Das ist mir zu unsicher hier. Oh, hi, was bist du denn hier? Ich glaube, du hast dich verlaufen, oder? Oh, Alter, 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 Alter. Ich glaube, es hackt. Und feiern. Wunderschön. Sicherheitsalarm in Hangar 16. Starte Achilles-Protokoll. Na, Mädels. Cerberus will den Hangar entlüften. Alles ganz bei euch? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Ja klar, wo muss ich denn... Ach, hier drüben ist eine Leiter. Nehmen wir die doch. Gut, stürzen wir uns mal nach oben. Es war eine interessante Art und Weise, diese Anlage zu stürmen, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so subtil und... Shepard, wir müssen eine Konsole finden und Cerberus daran hindern, den Hangar zu entlüften. Ich weiß, Mutti. Ich weiß nicht, ob das jetzt so subtil und gekonnt war, wie wir das gemacht haben. Aber okay, wir sind ja drin, das ist die Hauptsache. Edi, ich habe eine Konsole. Los! Hangarentlüftung. Deaktiviert. Schön. Können Sie den Hangar öffnen? Nein. Allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Na gut, dann räumen wir mal auf, würde ich vorschlagen. Süß, wie sie es immer noch mit den Schilden probieren. Na gut, ihn zu erwischen ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, wenn er gerade am Boden rumdirbt. Aber naja, was soll's. Ein weiteres Cerberus-Team ist unterwegs. Oh ja, macht nix. Welchen, halten Sie uns nicht mehr auf. Welchen Plan denn? Haben wir überhaupt einen Plan? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir einen Plan haben. Wenn ja, verratet ihn mir. So, wen können wir denn noch angreifen hier? Du siehst aus, als ob du ein paar auf die Schnauze bräuchtest. Und zum Feierabend noch die Nemesis. Und weg. Wunderschön. Oh, hi. Und aufs Maul.
So, ich nehme dann gleich mal das Türchen hier. Gibt es irgendwas zum Sammeln zufälligerweise? Naja, nicht so richtig. Was haben wir denn hier? Rotationssteuerung. Oh ja, ich kann mich erinnern. Reaktiviere Sicherheitssystem. Der Jäger müsste jetzt Richtung Hangartür gestartet werden können. Perfekt, dann nichts mehr runter. Eine nette Art und Weise, nochmal Hallo zu sagen. Auf wiederholte Art und Weise. Gut, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Hier vielleicht. Ah ja, tatsächlich. Ach so, sind bloß Credits. Ich dachte, wir haben jetzt irgendeine tolle Nachricht hier oder sowas. Na gut, auf nach unten. Wollen wir Cerberus doch mal mit einem kleinen Feuerwerk begrüßen? Muss ich irgendwas drücken? Oder startet das von alleine? Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, so nah dran zu sein hier. Ich glaube, ich muss irgendwo was drücken, ne? Aus Hangar entkommen ist gut. Solche allgemeinen Aussagen kann ich ja immer besonders leiden. Oder müssen wir wieder zurück zur anderen Seite? Das kann auch sein. Huch. Ich gehe mal kurz nach hinten. Vielleicht müssen wir einfach nur in Deckung gehen. Weiß nicht, ob das zielführend ist. Nicht so wirklich, ne? Na komm, gehen wir nochmal hoch zur anderen Konsole. Ich schätze mal, dass Iggy von da aus das Ding dann steuern kann. Und dann hoffe ich doch, dass wir hier mal ein bisschen für Feuerwerk sorgen können. Geht hier was? Nee. Das finde ich ja jetzt uncool. Na gut, bitte nach unten. Ich habe gerade gesehen, hier gibt es noch einen Seitengang, den ich auch gerne nochmal betrachten würde. Nochmal einsehen würde, aber hier ist gar nichts. Okay. Gut, dann untersuchen wir mal den Jäger näher. Vielleicht müssen wir ihn irgendwie anklicken. Gibt es hier irgendwas, das wir betätigen müssen vielleicht? Am Jäger selbst? Sieht irgendwie abgespaced aus, die Halterung. Vielleicht in Deckung gehen, hier in die Ecke oder so? Ihr habt vergessen mir zu sagen, was genau ich jetzt tun soll. Das hilft mir hier alles irgendwie nicht weiter. Das ist wahrscheinlich was total Sinnloses und ich komme gerade einfach nicht drauf. Geht mal weg, Mädels. Komm. Jetzt könnte Edie nochmal sagen, was wir machen müssen. Das macht es immer bloß dann, wenn es unwichtig ist. Vielleicht doch nochmal nach oben? Eigentlich haben sie ja gesagt nach unten, aber wer weiß. Nimmt jetzt schon ein bisschen die Spannung raus, gebe ich zu. Naja, was soll's. Kann ich vielleicht noch irgendwas anderes an der Konsole hier machen? Nee. Aber so gar nicht. Ach, hier. Halterungsfreigabe. Danke, dass ihr es so wahnsinnig offensichtlich in die Ecke setzt, in die dunkle. Na gut, dann ab für das Feuerwerk. Starte Jäger. Das Zentrallabor befand sich hinter diesem Hangar. Ich schlage vor, wir folgen dem Jäger. Zur Kenntnis genommen. Los. Schon wieder. Alarm. Eindringlinge. Ah. Alle bereit machen zur Sicherheitsabriegelung. Na gut, was soll's. Ich wiederhole. Feindliche Kräfte sind eingesetzt. Oh, Idi, du bist irgendwie lebensmüde, kann das sein? So, das Problem ist, ich sehe den Atlas gerade in dem Rauch nicht. So, für ihn hat sich das jetzt auch schon erledigt. Okay, jetzt kann es losgehen. Gut, hacken wir mal ein bisschen mit unserem Blutrausch drauf. Das sollte doch relativ viel schon erledigen. Gut, 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 gut. Und erledigen wir den Rest mit der Faust. Ich kann eine Verschnaufpause brauchen. Was ist denn hier drüben los? Ach,
Na sieh mal an, hier gibt es einen leeren Atlas, den wir benutzen können. Habe ich irgendwie überhaupt nicht in Erinnerung. Nett. Nett. Oh, dort drüben auch. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt noch was bringt, aber es ist witzig, überhaupt damit rumzurennen jetzt. Okay, ich glaube, wir fügen dem Ding da drüben auch überhaupt keinen Schaden zu. So, können wir denn hier durch? Nee, ne? Doch. Oh, was? Ich will aussteigen. X, ne? Okay, bringt uns leider also gar nichts. Ist ein bisschen schade, dass sie hier dieses Ding schon hinsetzen und dann ist es nur für diesen Minikampf im Prinzip zu haben. Naja gut, was soll's. Machen wir uns weiter auf den Weg. Edie, schaffen Sie's? Moment noch. Cerberus hat seine Verschlüsselung aktualisiert. Die Überbrückung des Sicherheitssystems könnte sich ein wenig verzögern. Ja, das ist jetzt angesichts unserer wahnsinnig subtilen Hereingehensweise nicht unglaublich verwunderlich, dass sie ihre Verschlüsselung noch ein bisschen aktualisieren und verbessern. Wie findet es Cerberus wohl, dass wir durch die Tür sind? Sie verriegeln die Basis, soweit sie können. Die meisten offensichtlichen Wege zum Zentrallabor sind blockiert. Andere Bereiche werden befestigt. Schützen werden versuchen, uns aufzuhalten, während Techniker Geschütze einrichten. Überraschungen wie die Hangar-Entlüftung? Nein. Ich kenne die Sicherheitssysteme dieser Anlage und kann gegensteuern. Cerberus wird uns lediglich ein wenig bremsen. Wenn ich sie nicht mitgenommen hätte. Hätte Cerberus den Hangar entlüftet. Danke fürs Mitkommen. Ich helfe immer gern. Wir müssen durch eine Unterebene, um Eindämmung von Cerberus zu umgehen. Wo finden wir die proteanische VI wohl? Im Zentrallabor im Herzen dieser Anlage. Es ist der sicherste Bereich. Der Zerstörung durch den Jäger zu folgen, ist der direkteste Weg. Wie praktisch. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg nach unten und spielen Schachtratte. Sind sie nicht süß, die Kleinen? So, wo haben wir denn noch einen hier? Ach, hier. Darf ich mal zu euch rüberkommen? So, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich hier ein bisschen mittanze. Haben wir noch jemanden? Oh ja, tatsächlich. Komm raus, du feige Nemesis. Komm schon, trau dich. Und ich hab dich. Ihr habt keine Chance. Also gerade gegen Cerberus-Truppen ist die Skillung mit dem Frontkämpfer natürlich der Wahnsinn. Weil man so schnell hin und her springen kann und es reicht halt auch immer gerade, um die fertig zu machen. Bombastisch. Sie werfen ihr Leben einfach so weg. Die sollen uns nur bremsen, nicht aufhalten. Vor uns bereiten im Moment Techniker eine organisierte Verteidigung vor. Können die so viele Männer einfach opfern? Ja. Cerberus führt an gefangenen Zivilisten Reaper-Veränderungen durch, um rasch funktionierende Stoßtrupps herzustellen. Genau wie es die Reaper bei den Kollektoren gemacht haben. Aus Opfern wird eine Privatarmee. Schrecklich. Aber das haben wir doch schon festgestellt, dass die auch indoktrinieren, um die Leute eben völlig willig zu machen. Das haben wir schon auf dem Mars festgestellt, ganz am Anfang des Spiels. So, her mit den Daten. Nochmal 5000 Credits für uns. Und dann die Leiter hoch, hier drüben ist sie. Wir können jeden Moment durch. Shepard, die Konsole da wurde nicht vollständig gelöscht. Sie enthält Daten, die für Sie interessant sein dürften. Was ist das denn? Projekt Lazarus, Ihre Rekonstruktion. Cool, cool. Und so werden wir nochmal was über Miranda hören, obwohl sie mittlerweile schon tot ist und es eigentlich egal sein kann. Aber wir wollen natürlich auch was über unsere Rekonstruktion wissen. Wobei Miranda eigentlich, was das anging, relativ ehrlich war und uns ja schon gesagt hat, wie sie darüber dachte ursprünglich mal. Es ist unmöglich. Und das ist keine Frage der Ressourcen. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir werden Shepard nicht verlieren. Sir, Shepard ist hirntot. Nach diesem Trauma ohne Sauerstoff. Wir können die Natur nicht besiegen. Agentin Lawson sieht das anders.
Sie leitet jetzt das Projekt Lazarus. Mir war nicht klar, dass es so schlimm war. Kila, sind Sie in Ordnung? Alter, du bist durch die Atmosphäre geflogen. Natürlich bist du völlig weg gewesen. Eigentlich kann von dir bloß noch ein Häufchen verbranntes Fleisch übrig gewesen sein. Natürlich warst du tot, Junge. Ich bin immer noch ich. Sonst hätte ich mich wohl kaum gegen Cerberus wenden können. Ich weiß nichts mehr. Vielleicht haben sie mich repariert. Oder ich bin eine Hightech-VI, die sich nur für Commander Shepard hält. Keine Ahnung, ich... Sie sind real. Real. Und sie gehören mir. Welche Besitzansprüche? Die Gewebewiederherstellung schreitet voran. Durch den Helm ist das Gehirn unversehrt geblieben, falls uns das weiterhilft. Lassen wir einen Weg finden. Sir, Sie wissen schon, dass Shepard auf Akkus dabei war. Eine Cerberus-Aktion hat seinen ganzen Trupp ausgelöscht. Shepard ist Soldat. Er weiß, dass die Reaper die eigentliche Bedrohung darstellen. Er wird mit uns zusammenarbeiten. Er hatte recht. Das haben Sie getan. Ich hatte Unrecht, stimmt nicht. Es war notwendig. So ist es letztendlich. Die Allianz wollte nicht zuhören. Was hätte ich tun sollen? Rumsitzen und abwarten? Ich war bei Ihnen, Shepard. Und ich bin jetzt wieder hier, um Cerberus zu vernichten. Man kann ja nicht immer die Variante des Guten nehmen, finde ich, weil manchmal stimmt es einfach nicht. Also, wir waren nicht im Unrecht, die Kollektoren zu bekämpfen. Wir haben nicht für Cerberus das Ganze gemacht, sondern nur mit ihren Mitteln letztendlich. Und zu den Mitteln gehören eben auch die Aufklärungsmittel des Unbekannten. Aber wir haben es nicht wirklich für Cerberus gemacht. Was letztendlich allein dadurch gezeigt wurde, dass wir am Ende die Kollektorenanlage zerstört haben. Und dementsprechend, finde ich, haben wir nichts Falsches getan im zweiten Teil. Es war alles richtig. Es war eben ein Zweckbündnis. Und damals war Cerberus noch nicht so schlimm, denn damals war der Unbekannte noch nicht so offensichtlich indoktriniert. Projekt Lazarus meldet neurologische Aktivität. Sie wollen mehr Geld. Sollen Sie haben. Bringen Sie mir unsere Akte mit potenziellen Rekruten. Shepard wird bald wieder auf den Beinen sein. Wir brauchen eine Crew. Unsere bestehenden Truppen dürften dafür mehr als ausreichend sein. Nein. Wir brauchen Sympathieträger. Shepard muss bei der Sache dabei sein. Holen Sie Kelly Chambers und Donnelly. Miss Daniels wird dann sicher folgen. Wir brauchen ein paar alte Freunde. Ich will Dr. Chuck Wass und das Psychoprofil von Shepards Piloten. Und eine Flasche 47er Tessia Red. Er muss sterben. Der Kerl weiß schon, wie man manipuliert. Natürlich weiß er das. Denken die etwa, es war ein Zufall, dass ausgerechnet Joker dafür rekrutiert wurde, das Schiff zu fliegen? Ist doch kein Zufall gewesen. Wie läuft's mit der Tür, Eddie? Wir können weiter. Okay, machen wir uns auf den Weg.